Willkommen zurück zu einer neuen, wunderschönen, harmonischen Folge Minecraft Lovestones. Mit dem Mann, den ich über alles liebe, der mein kleiner Diamant ist, der in der Sonne funkelt und strahlt. Mein Bärchen Quantum. Jetzt bin ich aber ein bisschen rot geworden, dankeschön. Siehst du, so denke ich über dich. Meinst du das ernst? Natürlich. Machst du das jetzt nicht nur wegen YouTube und dann Image pflegen und so? Nein, Werbeeinnahmen bitte jetzt. Nein, mache ich nicht. Wow. Nein, das ist alles die Wahrheit. Du benutzt mich nur, du benutzt meine Liebe zu dir für Klicks und Geld. Liebe bringt Klicks und Geld, ja. Aber guck mal, ich verbinde zwei schöne Dinge miteinander. Geld, Ruhm und deine Liebe. Drei Dinge sogar. Ja, und was habe ich davon? Geld, Ruhm und meine Liebe. Geld sehe ich nicht, Ruhm sehe ich auch nicht und die Liebe spüre ich auch nicht. Du bist bekannt, ich kenne Leute da draußen und sagen, ach Quantum, den habe ich doch geguckt, Skyrim, bester Mann. Ja, was denn? Ist doch die Wahrheit, oder nicht? Gott. Was machen wir denn heute Essen. Eigentlich? Wir brauchen auf jeden Fall Essen. Und wir sollten ein Dörfchen finden. Ich habe geangelt und sitze nun... Ja, dann brutzel mal was Schönes. Super leckeren Fisch. Schon gebrutzelt. Dauert halt ein bisschen. Da hinten ist irgendwo ein Steak drin. Oder wir müssen halt ein paar Kühe töten. Ja. Hast du nicht umgebracht? Ich habe eine umgebracht. Okay, dann bringe ich noch eine um. Aber du hast doch eine emotionale Bindung. Habe ich nicht. Aber du hast gesagt, jede Kuh hat einen Namen. Ja, und jetzt ist... Nein, nicht der Peter ist dran. Nicht den kleinen Peter. Er schlachtet einfach rein. Einfach rein. Du bist ja krank. Wer nicht überlebt... Was ist der Problem? Hat's nicht verdient. Was, ein rohes Rindfleisch, das ist ja nix. Ja, und wie viel hast du getötet? Eins. Ich dachte, da kommt mehr raus. Hallo? Ja, du musst auch schon ein bisschen... mehr töten. Was war das? Oh, Batman greift mich an. Hilfe, Quantum! Ja, oh mein... Batman! Das Haustier haben? Er ist gefangen, der Volldepp. Angeln noch. Ich bin noch am Angeln. Sind die stark? Ah, da ist... Au, hast du mich jetzt... Bist nee, du bekloppt? Ich glaub, nee, sein Flügel hat so ausge... Sag mal. So wusch. Warte, dein Aiming ist echt unter aller Sau. Der Flügel ging in alle Richtungen. Ich hab wohl gar nichts für. So, ich gebe mal hier ein paar Sachen noch ab. Hast du jetzt eigentlich eine Diamantenhacke gemacht, oder? Ja, habe ich. Ich finde, wir brauchen auch langsam mal mehr Kisten. Ja, ich weiß nicht, du machst nix außer Angeln die ganze Zeit. Nix außer Angeln, das ist mein Ruhestand, den ich genieße. Die ganze Zeit stehst du hier herum und angelst. Ich beobachte auch den wunderschönen Mond. Okay, willst du pennen gehen, damit diese Flugviecher nicht kommen? Ja, wäre ganz gut. Leg dich bitte nicht so knapp neben mir wieder. Aber ich wollte mich auf dich so leicht. Nein. Guck mal, meine Hand berührt deine Hand. Ist das nicht irgendwie süß? Das tut sie nicht. Deine ist so schwitzig warm. Ja, weil du so Ausdünstungen hast. Oh, guten Morgen. Kondenswasser hier. Morgen, Putzi. Zum Teufel. Wie du einfach mit Liebe nicht zurechtkommst, ne? Hast ja nie erfahren in jungen Jahren. Sehr richtig. Ich weiß nicht, wie sich sowas anfühlt, bedingungslos geliebt zu werden. Nee, keine Ahnung. Wie wär's, wenn wir ein paar Eier farmen? Guck mal, hier drüben ist ein Ei. Vielleicht weiß ich das durch Likes. Ja, dann Leute, geht jetzt alle rüber zu Quantum und zeigt dem mal, wie sich Liebe anfühlt. Ich erlebe das jeden Tag. Da so viel Liebe reingeschoben von meiner Community. Ja. Fühlt sich gut an, geliebt zu werden. Ist ja gut jetzt. Wie lange bist du denn auf dem Thema herum? Das ist ja Wahnsinn. Du erzählst ja auch nicht irgendeinem Obdachlosen, wie toll es jetzt ist und den eigenen vier Wänden hier. Die ganze Zeit. Nein, nee, aber als Beispiel. Und doch tue ich. Ja. Ja, gehst du einfach hin. Ja. Gibst denen, schmeißt du den Hut Bilder von deiner Wohnung rein oder was? Von meiner Yacht meistens, ja. Deinem Penthouse? Ja. Ja, Quantum. Ja. Kann ja nicht wahr sein. Was bist du nur für ein Mensch? Glaube ich zumindest. Oder es gibt schlimmere, sagen wir es mal so. Es gibt schlimmere Menschen. Ja, was ist denn das für ein Vergleich? Warum nicht? Warum sollte man so nicht ran an die Sache? Ja, es gibt ich muss ja nicht die Suppe aufessen, nur weil woanders Leute verhungern. Das ist ja kein Argument. Warte mal, ich brauche... Ich gehe jetzt weg. Wohin denn? Ich weiß es nicht. Ich schau mich um hier. Aber du findest doch nie wieder zurück. Das selbstverständlich finde ich zurück. Weißt du doch gar nicht. Nein, das stimmt, das weiß ich eigentlich nicht. Ich wollte sehen, ob hier in der Nähe vielleicht ein Dörfchen ist.
Was habe ich denn heute? Mimima. Ich baue mir hier gerade meine wunderschöne Brücke. Oh ja, die Brücke, 2 Meter Brücke über den riesigen Fluss. Ja, ja. Der Fluss ist riesengroß. Voller Gefahren. Abenteuer. Es gibt nur Leder drin. Liebe sie. Wen? Abenteuer und Gefahren. Macht er hier echt so eine blöde Brücke? Die muss aber breiter werden. Und wir brauchen mehr Holz. So ist hier. Ja, okay. Na, ist ja. Ist, hey, die wird dann irgendwann auch schon. Na, mach nur. Ist ja okay. Boah, geil. Gott sei Dank haben wir die wunderschöne Zauberbrücke. Ey, ist ja okay. Mach nur. Mach mal. Du würdest Diamanten organisieren. Kommst du mit? Denn ich habe da hinten, glaube ich, was gesehen. Ja, wir brauchen auch Diamanten, aber hier tut ja niemand was. Ja, dann komm doch mal mit hier oben. Warte mal, ich habe hier aber keine Spitzhacken dabei. Was soll denn das? Hast doch meine Diamanten bekommen. Ja, nein, ich meine mehrere. Der hält ja auch nicht ewig. Wo bist du jetzt hin? Eine Diamantspitzhacke reicht doch. Ja, hier oben bin ich. Was ist oben? Hier oben. Geh zur Brücke. Ja. Da, siehst du mich? Ja. Da gehe ich mal in die Richtung. Ich werde jetzt neue Höhlen erforschen. Ja, wir haben doch noch die gar nicht richtig erforscht. Auch durch, die alte Lotterhöhle da unten. Da will ich nicht mehr rein, da war jeder schon drin. Ja, was denn? Die ist doch durch. Ja, aber. Ja, aber vielleicht gibt es dort Ecken und Kanten, die man, die ein anderer nicht vorher entdeckt hat. Aber vielleicht gibt es da unten auch Ecken und Kanten. Ja, es gibt überall Ecken und Kanten. Bei hier zum Beispiel geht es ja auch irgendwo rein. Ja, aber du kannst ja nicht einfach so einfach eine Höhle abschmecken, weil du einmal drin warst. Ja, aber warum nicht? Ja, ist das deine Einstellung? Guck mal, hier höre ich Geräusche. Das ist doch gut. Geräusche sind doch gut. Nehme ich ein bisschen Kohle mit. Bau mir erstmal eine Fackel. Jetzt aber tief runter. Hallo? Ja, hallo? Achso, ja. Nein, ich war nur konzentriert. Tief runter ist doch gut. Eine hin. Wow, da geht's wirklich verdammt tief runter. Für Gefahren und Monster. Jetzt macht er sich wieder ins Höschen. Als ob ich mir... Ja, selbst so... Da. Gibst du nicht 2000 Euro im Monat nur für Unterwäsche aus? Ja, aber nur, weil ich Designer-Unterwäsche ja. Wie Mark Wahlberg trage. Wow. Würdest du doch auch, wenn du könntest. Marky Mark, seine Feinripp-Unterwäsche ist eben geil. Es ist schon wieder hier nur straight to hell. Ja, aber... Minecraft... Einfach hier. Wow! Bist du runtergefallen und dann vom Creeper? Schön, dass du dich erfreust an meinem Elend. Ja, nee, das ist gut. Ich dachte, du hast es überlebt, aber dann. Ja, ich hab das auch überlebt. Ja, aber dann doch nicht. Ne? Nee, dann also, doch nicht. Ja, eben. Also eigentlich war es witzig. Was soll ich machen? Schön, dass du dich am Elend anderer Menschen wieder. Das habe ich von dir gelernt. Von mir? Ja! Sehe ich nicht. War doch immer ein gutes Beispiel. Ich habe dir immer gesagt, lach nicht über andere. Blutest du jetzt meine Leiche? Nein, ich bin noch gar nicht da unten. Ich muss vorsichtig sein. Ich möchte nämlich nicht runterfallen, weißt du? Aha. Mhm. Ich möchte nicht, dass es mir so geht wie dir. Jung und schön gestorben, meinst du? Du musst diesen Auto-Jump mal ausmachen. Ich bin irgendwie drin. Das ist mein Problem. Bin ich drin. Ja? Bin ich viel zu faul, hier dauernd zu klicken. Ja, aber damit entsteht sowas hier. Ach, jetzt ist also die Tasten sind schuld, dass du stirbst. Warte. Für alles eine Ausrede. Duten. Ja, nimm deine Sachen hier. Nehme. Ja, wäre da kein Creeper gewesen, hätte ich es auch überlebt. Ja, wäre, wenn, was, wie, wo. Wenn meine Tante im Zumpf fährt, wäre es mein Onkel. Was? Ja. Was hast du gerade gesagt? Wenn meine Tante ein Zumpfi hätte? Ein Zumpfi. Was ist ein Zumpfi? Ein Zumpfi ist ein Penis. Ja, was gelernt, liebe Kinder. Ja, ein Zumpfi. Meine Tante einen Zumpfi hätte. Ja. Wäre es mein Onkel.
bisschen Bildung jetzt hier reinbringen. Buddeln wir schon wieder nach Diamonds. Ja, wir brauchen deshalb, wir brauchen eine komplette Rüstung und dann brauchen wir noch ein Sverti und dann brauchen wir noch. Aber für was brauchen wir das? Wie was für was? Ja, für was? Meinst du? Wie für was? Was ist denn das für eine Frage? Ja, was ist der Plan? Ich meine, wenn wir dann solche geilen Sachen haben, was machen wir damit? Ja, dann ziehen wir in die Welt raus, wie gesagt. Da leben wir dort. Ja, und dann suchen wir uns voll den krassen, geilen Ort, wo wir uns niederlassen. Und dann bauen wir uns ein hübsches Häuschen und einen Pool dazu. Ist unser Ort nicht gut? Nein. Ich weiß nicht, warum alle immer beim Spawn hängen bleiben. Möchtest du nicht rausgehen und schauen, wie die Biome sind und so shit? Ja doch, schon, ja, aber wo willst du denn hinziehen? In die Wüste? Das werden wir dann sehen. Nein, in die Wüste will ich nicht. Hier kommt wieder Kies. Aber vielleicht ist irgendwas, sieht voll gut aus, weißt du, am Rand. Hast du irgendwas so Zombie... Ich hab gar nichts. ...mäßiges? Vorhin habe ich hier Geräusche gehört. Denkst du, hier ist echt nichts? Hier ist absolut. Mit unserer alten Höhle wären wir besser dran gewesen. Weiß ich nicht. Aber wenn man nichts hört, ist nichts Besonderes. Aber gut, Diamanten müssten ja eigentlich trotzdem irgendwo immer sein. Diamanten müssten eigentlich irgendwann kommen, ja. Diamanten nur so verdammt selten. Verzeihung, wer denkt an mich? Upsi. Ich? Das tust du nie. Voller Leidenschaft. Das stimmt überhaupt nicht. Du schreibst mir eigentlich nie. Ich schreib dir dauernd. Du schreibst mir nie. Du sagst nie, hey, wie geht's dir oder so. Kommt gar nichts von dir. Doch, nein, doch, nie. Das bin ich. Klingt nach mir. Na, nee, nie. Wer hat denn heute geschrieben, Bussi Bussi, ha? Du nie. Doch. Du hast geschrieben, du, was ist? Ich brauch Klicks. Das ist dein, das ist von deiner Nachricht. Ja, klar. Ja. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Das ist so eine Lüge. Ihr wartet eine Tasse Kaffee auf dich, ganz frisch. Ja, klar. Aufgebrüht. Das ist, sowas machst du nicht. Ja, was? War das Lava? Ich hab da eben gerade gegluckert. Was machst du hier in meiner Position? Halt, hey, hier ist Ende. Hier ist da weiß ich nicht, dieses Dingszeug halt. Kann man das jetzt nicht zerstören? Nee, ne? Nee, das war... mit Diamant. Das war... unzerstörbar. Das ist das Ende. Ich weiß es nicht. Ich hab vergessen. Die Leute haben sich ja 10.000 Mal geschrieben, aber ich hab's vergessen. Hier ist ein bisschen Gold, glaube ich. Ja. Dunkel. Brauchen auf jeden Fall Lava. Doch immer das ja, Zeichen. Lava haben wir ganz viel in unserem Dungeon und trotzdem haben wir keine Diamanten gefunden, groß. Jetzt nur einer halt hat selten. Halt so ein bisschen heldenhaft Diamanten rausgefischt. Ja, nachdem ich die gefunden habe, Gott sei Dank, ne? Ja. Red's dir ruhig. Nee, red's dir ruhig. Was? Schön. Au! Oh, hast du mich erschreckt? Alter, bist du bekloppt? Ich hab gedacht, das ist ein Viech oder ein Creeper. Was weiß ich? Oh mein Gott. Sag mal, wie geht's denn dir? Gut geht's mir. Ja, du bist ein Psychopath. Kann man nur so sein. Hier ist einfach nichts. Was bist denn du so? Eine liebevolle Strenge. Hier ist auch keine Höhle. Ich weiß nicht, was das damit ist. Oh mein Gott. Vorhin habe ich Geräusche gehört. Jetzt sind die Geräusche weg. Ich glaube, ich gehe raus aus diesem Erdloch. Das macht mich irgendwie depressiv hier unten. Einfach poliert und... Das ist nur Scheiße hier. Ja. Wieder gut ausgesucht. Ja, vorhin hat's da nach Abenteuern gerochen, aber jetzt der Geruch. Logen. Wir könnten auch unsere zwei Diamanten zusammenlegen und uns einen Verzauberungstisch machen. Was hältst du davon? Haben wir sonst den Rest, oder was? Ja, können wir machen. Du hast einen Diamant, ich habe einen Diamant. Aber muss man da nicht Bücher rundherum auch noch stellen und so? Weiß es nicht, du bist der Experte. Ich kann mir nur an damals erinnern, wenn du einen Verzauberungstisch hast und da brauchst du so Bücher rundherum, damit dir das mehr. Damit du bessere Verzauberungen machen kannst oder so. Eine gewisse Anzahl von. Nun, was hält uns auf, dass wir keine Bücher haben? Raus.
Aber jetzt höre ich was. Na toll. Moment, jetzt hörst du was? Ja. Au, was ist? Wo kommt denn das her? Au ab. Oh Gott, mein, warum habe ich so wenig Leben? Ach, das hat dir geklappt. Wow, was? Das hat mich runtergeschossen. Hey, es macht mich fertig hier unten. Ich bin oben, Mann, ich kann nichts tun. Toll, du lässt deinen besten Freund hier unten verrecken in der Höhle. Mann, wenn man solche Freunde hat. Ich spiel doch gar nicht mit meinem besten Freund. Braucht echt keine Feinde gerade mehr. Da spielst du mit deinem besten Freund. Bester und einziger. Das ist überhaupt nicht. Was ist für ein Geräusch? Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe viele Freunde. Hörst du das? Ja, da war das Höhlengeräusch. Da ist doch irgendwo hier eine Höhle. Waren wir hier auf der Seite? Wo ist hier? Durch. Hier in eine Höhle reingeht? Das ist eine richtige Höhle? Aber das Geräusch war woanders. War irgendwie über uns. Hier gibt's mehr. Hey! Boing, boing. Ich kann nicht zustangen, sonst. Oh, okay. Fast tot, warte, ich muss. Oh, da ist Creeper hinten! Oh Gott! Rückzug! Komm nicht rein! Oh! Oh, verflucht! Ha! Was ein Drama! Sag das mal weg, damit wir rauskommen. Was? Ja, das weg. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, was ist denn nur los mit dir? Hey, hier geht's hier wieder hoch. Gleich mit. Ja, ja. Alles gut. Was? Nee, nichts. Ich weiß, was ich jetzt machen werde. Ich nein. Werde jetzt produktiv sein in dieser Folge. Wir sind doch immer produktiv. Ja, aber ich werde jetzt richtig produktiv sein. Oh nein, was kommt denn jetzt? Jetzt nach Hause, leg mich ins Bett. Oh Gott, hier sind so viele. Ja, genau. Ich gehe nach Hause, leg mich ins Bett. Fällt noch mein Eisen ein, was ich hier habe. Hau ein bisschen Kohle in die Öfen. Und dann werde ich mich darum kümmern, dass wir Hühner haben. Wow. Ja. Wie holst du Hühner? Indem ich Eier sammle. Und die auf den Boden klatsche und irgendwann wird schon eins schlüpfen. Ja, aber. Wie züchtet man Hühner? Wie lockt man die eigentlich an? Kann man die nicht anlocken? Ist es nur mit Eier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, diese Brücke ist toll. Die wird ja noch gebaut. Ja, meine nee, ich Güte, passt weißt schon. Du? Was man denn? Wird hier kritisiert. Ja, dabei sicher, ist es ja. Noch in einem Produktions. Willkommen auf YouTube. Ja, das müsste schon gewohnt sein, Kritik hier. Ei auf dich geworfen. Was ist nur los mit dir? Ganz besonderer Mensch. Warum drehen die Kühe gerade durch? Warum habe ich rohes Fleisch hier drin? Was ist mit den Kühen? Hallo? Keine Ahnung. Kümmer dich mal. Aber nur die gelben. Ach so, Herr Experte? Ja. Ich darf die Kühe füttern. So, meine Lieben. What the fuck? Au, was ist denn hier? Warum ist hier ein fucking Zombie im Ding? Pass doch auf, was hier? Können wir die nicht mehr füttern? Glaubst du, Gäste kommen. God damn. Sie haben zu wenig Platz. Ich glaube, es ist zu eng hier. Wir müssen es erweitern. Du musst auch nachsamen hier. Ja. 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 Weil die Kühe haben mir gerade erzählt, sie haben zu wenig Platz und wollen deswegen keine Liebe mehr machen. Wir haben gesagt, die Bedingungen sind einfach nicht korrekt. Weiß nicht, die machen hier ist überall Herzen. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Hier ist wieder ein fucking Zombie! Eine Kuh ist entwischt. Ah, hier ist ein Zombie zwischen den Kühen! Töte ihn! Mach ihn tot! Oh nein, ich habe eine Kuh erwischt! Mach Liebe mit den Kühen! Hier sind überall Herzen und Tod und Elend! Er steht hinter der Kuh! Ist tot. Kühe können sich nicht wehren, oder? Irgendwann beginnt nicht die Rache der Kühe. Die Farm der Tiere? Ja, irgendwann aufstehen. Vielleicht. Wird sie ihnen zutrauen. Was machst du da eigentlich mittendrin, während die sich paaren?
Nun guck, dass was? Alles richtig verläuft, weißt du, ich bin so eine Art Inspektor. Bist du Paarungsexperte? Auch. Also so bei Tieren, meine ich? Ja, ich guck halt, dass die Tiere... Warum ja, bist du da eigentlich Experte? Weil es sowas auch geben muss. Warum muss? Ups. Glaubst du, die Tiere können das nicht von alleine? Nein. Seit Jahrmillionen Jahren und jetzt brauchen sie dich, damit sie wissen, wie sie sich paaren? Ja. Genau so, Quantum. Leider haben diese Tiere vergessen, verlernt, wie man richtig Koitus macht. Aber ich... Und du führst ihnen das vor? Ich bin wie sowas machst wie du Dr. das? Doolittle. Ja, ich meine... Ich rühre dir immer was in deinen Kaffee, in deinen Morgenkaffee, dann bist du ungefähr 3 Stunden ausgenockt. Ich glaube eher hier... Manche Kühe sehen ziemlich verstört aus. Ich glaube eher, dass hier Besonderes passiert. Hier passieren Dinge, die gut für die Kühe sind. Ich habe noch nie eine Kuh in Minecraft weinen sehen. Hier passieren Dinge, die gut für die Tiere sind, okay? So. Hier mal ein bisschen mehr Platz, weil diese Massentierhaltung, die du hier betreibst, finde ich unter aller Sau, ganz ehrlich. So nicht, Quantum. So nicht. Okay, da haben wir jetzt irgendwas... Nee, wir haben nichts erreicht. Klar haben wir was erreicht. Waren tief drin und haben Abenteuer erlebt. Lauf jetzt nicht so über meine... Ich hab da frisch gesamt. Ja, ich hab gesehen, dass du frisch gesamt hast. Aber hier ist noch ein bisschen was fertig und da muss ich jetzt halt auch mal ran. Nee, es reicht, wenn einer von uns samt. Ja, aber ich will hier vielleicht noch Lisbeth und Fritzel da hinten füttern. Den Walter, der sieht auch schon wieder ganz hungrig aus. Ist ja einfach alles so... Oh, shit, ich bin gesprungen. Oh, ups. Geht der hier... Oh, sorry. Wälder. Da springen darf man hier viele. Drin nicht. Ist das nicht Wahnsinn? Ja, und jetzt gehe ich noch ganz kurz in die Mine, hol mir noch ein paar Diamanten raus und dann war es doch wieder erfolgreich. Warum habe ich so viele Weizen gelassen? Ohne Ende. Ja, was wir machen wollte. Hier ist alles voll. Okay, ich mache jetzt eine Weizenkiste und Shitkiste. Wo ist mein Holz? Habe ich keins, oder was? Kiste. Haben wir noch von diesem Diorit? Wie bitte? Keine Ahnung. Heißt es nicht so? Okay, ist es, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Diorit. Ja, dieses komische Gestein. Weil daraus mache ich die Brücke. Die will ich jetzt noch fertig machen. Damit ich halt sagen kann, guck mal, wie produktiv ich war. Was mit Zuckerrohr? Wollen wir das nicht anpflanzen? Zucker meint, es wäre wichtig. Ja, nur mit Ruhe jetzt. Was ist das? Ich bin einfach nur mal ein bisschen... Was ist denn los mit dir? Was ist denn motiviert. Das nennt man Motivation. Das kennst du nicht. Ich weiß. Hältst du dich jetzt gerade wieder besser da? Nee, ich sage ja nur, dass ich einfach mal hier ranklotzen will. Abenteuer erleben, Sachen ja, bauen. Ja, du machst hier einen Stress. Das ist alles, was du Stress? Machst. Ja, ein Stress. Stress. Für mich ist das Stress. Was ist daran jetzt schon wieder Stress? Ja, kannst du nicht einfach was genießen oder so? Ich genieße doch, ich will nur... Ich will ja, ich weiß nicht. Okay. Nehme ich hier. Okay, all das Grünzeug. Ja. Jetzt mal rauf. Okay, das war's mit Grünzeug. Okay. Außerdem wäre es doch auch ziemlich geil, wenn wir ein Pferdchen hätten, um damit dann halt die Biome zu erforschen. Wäre schon praktisch, oder? Ja, sicher, aber dazu brauchen wir einen Sattel, ne? Und dazu müssen wir richtig in den Dungeon oder viel angeln. Ja, dann muss man halt das machen. Ja, mach ich doch. Ja, ich weiß nicht, warum du so einen Stress machst. Was ist das, dein Lieblingswort heute? Stress? Ja, du musst. Du bist so. Ich weiß nicht, so unruhig irgendwie. Ja, vielleicht brauche ich einfach mal wieder
Bitte nicht. Emotionale Zuversicht. Emotionale Zuversicht? Aber so eine Sortiermod, das wäre allerdings schon. Ist aber nicht mehr Vanilla. Ja. Just saying. Ja, man braucht noch viel mehr Keys. Ah, wie geht's euch, Ladies? Vandale, Rebellion. Wilde Kühe, die sagen, wir wollen endlich mehr Platz. Quantum hat uns ein auslaufendes Gehege versprochen, weil wir werden hier zusammengefercht. Jetzt komm, jetzt mach hier nicht so einen. Und ganz mies behandelt. Uns wurde versprochen, dass wir Nackenmassagen bekommen. Jeden zweiten Tag. Aber bis jetzt nichts. Diese Platte gemacht? Egal. Bitte Kühe, geht doch mal aus dem Weg, so kann doch keiner bauen. Ladies! Hört auf, mich anzufassen. Einfach zu viele. Einfach schon viel zu viele Kühe hier drin. Ja, dann töte ein paar. Aber es... Ja, es muss sein. Es tut mir leid. Dein auf den Euter und stech ihn mit dem Schwert rein. Das ist doch krank. Ja, was glaubst du, wie dein Schnitzel auf den Tisch kommt? Ich bin Veganer. Das stimmt überhaupt nicht. Unge hat mich bekehrt. Gesagt, hey Kies, ja, du bist doch viele Klicks auf YouTube. Ja, schon. Da versuchst du doch mal mit Veganer. Nicht so echt, meinst du? So ist das entstanden. Dann bin ich vegan. Veganer Stufe 8. Okay, noch was? Wie sollen wir denn die Kisten hier... Okay, hier ist Diamant und Gold und... Der Hot Stuff ist hier, oder was? Der Hot Stuff, ich weiß auch nicht. Wir müssen das irgendwie sortieren. Ich kenne sich keine Sau mehr aus hier. Okay, ich töte jetzt Kühe, ja? Erdbeerle ist Hot Stuff. Er zwingt mich dazu. Er zwingt einen tollen Veganer, Tiere zu töten. Ach Gott, es tut mir so leid, Schnuffi. Bitte verzeiht mir. Okay, Redstone und ich auch da drüben rein. Ich habe keine Ahnung, ob das Hot Stuff. Aber wir müssen überleben. Ich töte keine Kinder, auch wenn Quantum das gut finden würde. Das stimmt überhaupt nicht. Ich distanziere mich wieder hier von diesen Äußerungen, die an... Es tut mir so leid. Oh Gott, Günther. Wer nennt auch eine Kuh Günther? Jetzt Menschen mal mit ehrlich Herz. Jetzt hier. Menschen mit Herz. Ein Organ, das du nicht besitzt. Ja, dann haben wir hier Eisen rein. Gott, ich hab so viele getötet. Überall Blut! Schrecklich. Ambel. Ja. Meine Hände sind verschmiert mit Blut, Quantum. Blut von unschuldigen Rindern. Weißt du, ob sie wirklich unschuldig sind? Ja, warum denn nicht? Tut mir so leid. Alles. Baron Quantum will seinen Schnitzel. Es tut mir so leid, ihr Lieben. Oh ja, du musst... Ja, natürlich sind die verstört. Erst zeigst du ihnen, machst du mit ihnen Liebe und dann tötest du sie. Ich bin Tierverwöhner. Tierverwöhner? Es ist ein ganz normaler Beruf. Man wird von Vater zu Sohn übertragen. Da wird einiges übertragen, ja, das glaube ich schon. Ist doch krank. Ja, du redest ja davon. Hier, 25 Blutsteaks für dich, mein Herr. Gut. Endlich gibt's was zum Essen. Willst du auch noch einen Tintenfisch? Die sind ein bisschen feucht, sind da die Tränen noch dran? Ja, da sind noch die Tränen dran. Er schmeißt alles in den See und ich alles wieder raus. Ja, typisch. Mensch halt, ja, Müll rein hier in den Ozean. Ja, du bist auch so echt ein Parademensch. Tötest die armen Tierchen. Du warst gerade hier am Massaker beteiligt. Ja, aber gezwungen. Im Lauf an der Schläfe. Ja, wer denn? Ich glaube, du hattest Spaß. Ich glaube, da gab es eine Erektion durch eine Eisenrüstung durch. Eine Eisenstachel. Ja. Warum musst du immer von dir auf andere schließen?
bin friedliebender Mensch, der angelt. Ich. Der wunderschönen Minecraft-Welt. Ausgezogen, was war das? Schlüssel habe ich gefunden. Immer besser hier. Eiskalter Mörder, mit dem man hier zusammen wohnen muss. Mörder. Wir müssen das Feld erweitern. Wir brauchen mehr Weizen. Ein Tierchen am Leben zu lassen. Haben doch. Was wir brauchen, sind Diamanten. Ja, Diamanten. Ich höre immer nur Diamanten, Ja, Diamanten, Diamanten. Diamanten. Ich höre auch nur Diamanten, Diamanten, Diamanten. Deuten dir nur noch Diamanten was im Leben? Ja, nun, die Minecraft, ja. Kann sich so verändern. Was heißt die? Oh, jetzt kommen wir nicht mit dem. Für mich, Diamanten sind mir egal. Deine Ja, wenn Gesundheit, du dann das ist mir welche findest, wichtig. dann kannst du sie ja mir geben, richtig? Nein, kann ich nicht, weil ich ja merke, wie ungesund Ja, Diamanten aha. für dich sind. Würde ich wissen, dass Diamanten dir gut tun würden, dann würde ich. Aber ich merke einfach, du kommst damit nicht klar mit den Diamanten. Naja, halt auch nicht Diamanten gewohnt, so wie du, weißt du. Luxus, Ich Überfluss. schwimme im Luxus, hast recht. Für dich ist das ja alles ganz normal. Stimmt. So, hier ein bisschen die Viecher gefüttert. Bei den Erde. Nächsten Folge Hühner auf jeden Fall. Oh, die kleine Kuh war da eingesperrt. Schöner hier mal was. Döner hier mal was? Ciao. Ich hab Blümchen mitgebracht. Echt? Oh! Sehr süß. Ja. Voll kuschelig. Also ich gehe jetzt ins Bett. Jetzt schon. Ha, 32 Minuten hier gekommen. Was? Was Oh ist los mit Gott! dir? Ich weiß es nicht. Ich habe Probleme, okay? Komm ich auch. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dort werden wir dann Schwein oder Hühner, Hier ist eins es. von beiden. Hier richtig schöne Steaks, die da gebacken werden. Ja, hab sie mir auch genommen. Alle? Ja. Egoistisch sein. Na, dann, ne? Gehen wir mal ins Bett, wir zwei. Sind wir nicht immer getrennt, hast du nicht? Im Wir Ständchen ist auch schlafen so knapp daneben hin. immer Arm in Arm ein. Nein, tun wir Tun nicht. wir doch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!